herzlich willkommen zur Dienstagsfolge hier im Roleplay Grünfelder Land Real Farming LS19 meets Reality. So, dann liefere ich gerade mal hier die Hackschnitzel an. Da hat auch der Landschaftsgarten noch ein bisschen nachgeholfen. Fertig. So. Dann schaue ich gerade mal ins Online-Banking rein. 7.100 hat er gesagt. Ne, 900, gell? 3.100? 7.900. 7.900. Und dann gucken wir gerade noch da rein. Wie viel? 35.000. Zum Lidl. Wenn ich das jetzt verkaufe, dann machen wir circa 60.000. Also ich würde nicht alles verkaufen, ich würde jetzt einen Anhänger voll verkaufen. Und dann wäre erstmal gut. Das machen wir auch. Kaufen wir 31.000 Liter Mohn. Haben wir ein bisschen Geld verdient. Da muss ich gerade mal überlegen. Mal den RaySex anrufen. 31. Hallo? Hallo Jürgen, Volker hier. Moin. Servus. Du, ich bräuchte irgendwann demnächst müsste mal was markieren auf meinem Waldgrundstück. Ja. Wann hättest du da Zeit? Ich fahre noch gerade dann schnell Fahrzeuge hoch zur Polizei, weil da oben habe ich einen Auftrag. Mhm. Und dann hätte ich Zeit. Danach. Okay. Ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Hof. Dann würde ich kurz zum Lidl fahren und dann wäre ich eigentlich schon sowieso schon fast vor Ort. Okay. So in einer Stunde Inge müsste ich da sein. Okay. Eventuell. Ja, dann schaue ich. Okay, gut. Ich bin dann vor Ort und dann kannst du einfach vorbeischauen. Okay. Gut, dann bis später. Jo, ciao. Ciao. So. Weil auf das Waldgrundstück soll ja unsere Fahrschule kommen. Das heißt, wir brauchen dort ein bisschen Bodenbearbeitung. Das heißt, der Jürgen muss da ein bisschen bisschen asphaltieren. Und das muss halt gemacht werden, dass wir hier auch, dass man die Fahrschule auch so irgendwie, ja, dass das einfach gut wird.
Oh, hier beim Viehhändler steht auch ein Blitzer, ey. Volker Varuna, hallo? Hallo, hier ist der Schneider. Hallo? Haben Sie mir noch glatt den Traktor abgenommen. Wer? Der Herr Polizist. Warum? Ja, jetzt müssen Sie da so eine Abgaskontrolle machen und so weiter. Und anscheinend wird er nicht angemeldet beim TÜV und so weiter und so fort. Und jetzt. Aber warte mal, Abgaskontrolle, warte mal. Wann ist denn der Baujahr? Oder nein, nicht Abgas. Ich glaube, aber zu laut ist so etwas. Ja, aber welches Baujahr ist denn der? Wüsste ich jetzt nicht mehr ganz genau. Den haben wir schon lange. Ja, eben. Das ist ja das Problem. Wenn der nämlich älter als 30 Jahre ist, dann ist es ein Oldtimer. Dann ist es völlig egal, wie laut oder welche Abgase der verbraucht. Ah, der ist ja viel älter als 30, glaube ich. Ja, also. Dann guck mal nach, dass du da was vorlegst. Und dann hast du damit kein Problem. Dann darfst du den auch weiter nutzen. Der wurde vielleicht 1900... 50, 1960. Selbst wenn er 1990 ist, dann hast du auch schon 30. Da fasse ich den Herrn Polizisten. Also das prüf mal. Dann wärst du nämlich durch, dann bist du raus. Ah ja, danke. Jo, bitte. Weil sonst geht's ja gar nicht mehr weiter bei dir. Den kleinen Schneider, den muss man doch mal ein bisschen unter die Arme greifen. So, was ich jetzt noch kurz gucken wollte, ist, ich glaube, ich habe eine Sämaschine, oder? Bin ich mir nämlich gar nicht so sicher. Ups. Ja, Sämaschine, Düngestreuer steht da. Warte mal, dann machen wir nur kurz Folgendes. Gehe ich gerade mal gucken, was da noch drin ist. Okay, da ist noch genügend Saatgut auf jeden Fall. Das könnte ich ja vielleicht direkt mit runternehmen, dann, wenn ich den anderen annehme. Beziehungsweise. Ja, der Hans ist heute nicht da, der ist auf Seminar schon heute. Dünger haben wir noch 1000 drin. Das könnte aber auch reichen. Kuppelt. Ja, den Ladewagen haben wir ja verkauft. Unser Auto müsste noch beim Händler stehen. Ich bringe jetzt erstmal den Mond zum Lidl, glaube ich, oder? Habe ich mich da verguckt? Zum Lidl, das passt perfekt. Oh. Da bin ich geblitzt worden. Ich dachte, ich werde geblitzt. Ach, was ist denn jetzt schon wieder? Gibt's ja nicht. Wenn ich das die Polente sehe, dann bin ich ein paar Euro ärmer. Knöpfen wir bestimmt 100 Euro pro Schild ab.
Kann man den Malern anrufen? Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich wollte mal gerade nachfragen. Ich hätte hier ja einen Kandidaten, der einen Führerschein machen will, den großen Traktorführerschein. Ja. Da hat man ja schon drüber gesprochen, dass ich da einen Traktor von dir benötigen würde. Ja. Hast du da gerade was frei? Oder die nächste Zeit? Warte, ich funk mal meinen Mitarbeiter an. Nikolas? Ja? Ist unser Case in Einsatz? Nein, der steht noch am Hof. Okay. Also, der ist nicht im Gebrauch gerade. Okay. Dann würde ich das, werde ich mal gucken, ob ich den, ich glaube, der Richter war das. Ich glaube, ja. Werde ich mal gucken, ob ich den erreiche und dann melde ich mich nochmal wegen der Uhrzeit bei dir. Jo. Gut, bis dann. Dann. Tschüss. Bis. Rufe ich nämlich den gleich mal an. Muss ich gerade nur überlegen, was man dafür denn verlangt. Ein Tausender? 1100, das 1000 als Gewinn rumfallen, oder? Wer denke ich angebracht? Müssen wir abladen beim Lidl hinten. Dann passt die Sache. So, wie viel haben wir jetzt gekriegt? Ah, 60.700, das ist wohl gut. Oh, da steht auch ein Blitzer. Ey, die haben ja ordentlich aufgerüstet hier. Blitzer ohne Ende. Volker Varuna, hallo. Hallo, Herr Varuna. Servus. Ja, ich habe denen ja gesagt, dass er etwa 30 Jahre ist. Aber den hat das ja nicht gejuckt. Also. Bei wem, wer war denn das? Der Herr Richter, der hat gesagt, er hat einen Beschluss, er hat ihn auch gezeigt. Aber da habe ich mich gefragt, kennt sich der Staat so wenig aus? Die wüssten das ja wissen, wenn ein Oldtimer, der darf ja so dumm. Ja, also. Eben. Ich schau auch nochmal in die Gesetzbücher. Ich schau nochmal nach in die Bestimmungen, ab wann es Oldtimer ist und was, wann nicht. Und dann würde ich mich nochmal bei Ihnen melden, beziehungsweise eventuell auch direkt mit dem Herrn Richter in Verbindung setzen. Weil das kann ja nicht sein, dass... Oder mit dem Mann, mit meinem Anwalt, mit dem Herrn Zimmermann. Das wäre auch... Ah ja, okay. Haben Sie den schon eingeschaltet? Ja, dann danke. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss.
Ja, das ist ja schade für ihn. So. Wieso werden das Ding hier nicht? Motor starten. Ende. Kann der nicht rückwärts fahren? Ist ja merkwürdig. Das ist da auch verstellt. Ah, jetzt geht's. So. Okay, aber der scheint leer zu sein. Gut, dann gucke ich gerade mal hier. Sägewerk hat mir übrigens gesagt, dass sie keine krummen Bäume mehr haben wollen. Also die Kiefern wollen sie gar nicht mehr haben. Sie wollen jetzt nur noch Fichten, ey. Das ärgert mich ein bisschen. Jetzt habe ich mir schon extra das Sägewerk zugelegt. Und jetzt wollen die nicht mal mein eigenes Zeug kaufen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber naja, können wir leider nichts machen. Dann machen wir hier mal wieder ein bisschen Forst.